Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Schwatzing in unserem True Farming Projekt. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Und gleich mal zuvor ab, lasst das Däumchen da, ne, wenn es euch gefällt, das Projekt. So. Ganz wichtig. Genau. Herr Zement. Ja. Ist das der Waldra hier? Ja, das ist der Waldra mit dem Multer. Ja. Oh, da muss ich mal ganz kurz gucken. Ich bin da nicht so konfirm mit der Maschine. Der hat automatische Höhenanpassung. Ah ja, perfekt. Und dann einfach, ich sehe hier gerade, der Startknopf einfach anschalten dann und dann liegt der Mulcher los, ne? Sie müssen nur aufpassen. Ja. Wenn Wurzeln kommen, einen Tick langsamer fahren, dann kriegt ihr aber klein. Ah, okay, alles klar. Und sobald was ist, einfach anrufen. Ist ja ein tolles Gerät, ey, leckt mich am Arsch. Band neu. Ich fahr los, Herr Zement, ne? Ja, und denken Sie an Ihren Umleuchtung, es ist eine Baustelle. So? Ja. Perfekt. Gut, tschüss. Tschüss. Ganz anders eingestellt. Aber persönlich gesehen ist es wirklich ein sehr, sehr, sehr netter Kerl. Ja. Kann man ihn vielleicht anrufen, damit wir das jetzt direkt klären können, weil ich habe keine Lust nachher nochmal, dass wir uns hier treffen. Ja, ach, Sie wären doch beste Freunde. Ich gehe mal ganz kurz telefonieren, ja? Ja. Darf ich Sie ganz da kurz... kann ich ja so lange mit den Herrn Krachen reden. Herr Hirschfeld? Ja, ja. Vielleicht können Sie mich ja mal anrufen, wenn Sie dann Zeit haben. Ich rufe Sie. Herr Friesig? Denken Sie an mich, Herr Fuhrmann, ne? Ja, mach ich. Bin, Herr Fuhrmann? Ja. Bin immer noch sehr traurig. Krachen? Ja. Ja. Glaube ich Ihnen. Immer noch sehr, sehr traurig. Herr Krachen? Das wird schon. Ja. Hab ich? So, auf zur Arbeit. Okay. Der wollte, Moment, wir sollten, wo ging denn das los jetzt hier? Scheiße, ich weiß es nicht mehr genau. Das war weiter unten. Das war weiter unten, ja genau. Hier vorne an der Wiese ging das los. Ja. Okay, wir sollten hier so einen kleinen, genau. Hier sollten wir so einen kleinen Platz machen für die Baumaschinen zum Abstellen. Damit fangen wir an. Herr Manus? Ja, hallo? Ich hab den Mulcher an, ich höre Sie, muss ich mit ein bisschen lauter reden heute. Wie geht's Ihnen? Sind Sie immer noch traurig? Ist das der Schweizer? Ja. Ja? Sind Sie immer noch traurig? Ja, irgendwie schon. Ja, aber Sie bekommen kein Geld. Nee, dann geht's. Nee, geht schon. Dankeschön. Hab mir eine neue Jacke gekauft. Ah, das freut mich. Ich wollte mich nur erkundigen, ob es Ihnen gut geht, weil das liegt mir schon am Herzen. Ja. Haben Sie Arbeit? Ja, bin gerade voll. Hab ich doch gesagt, ich hab hier gerade so laut wegen dem Mulcher. Okay, schön. Ja, ich bin hier vom städtischen Bauunternehmen bin ich hier unterwegs. Mit einem Waldra. Habe gehört, die Zahlen sind sehr schlecht. Und einem Mulcher. Hab ich dran. Ich habe gehört, die Zahlen sind sehr schlecht. Echt? Ja. Kann ich eigentlich nicht sagen bis jetzt. Ganz knauserig. Ich hab einen Mulcher hinten dran, Herr Adler. Okay, ist gut. Also noch viel Spaß. Bis ein andermal. Was? Bis später. Ja!
Bei Wurzeln langsamer, hat er gesagt, ne? Ja, wie groß soll denn der Platz hier sein, ey? Mal hier mal die Außenkamera benutzen. Ist ein gutes neues Gerät hier, Mensch. Mit Außenkameras und alles. Da sieht man direkt, wie der Hase läuft hier auf dem Feld. So. So, hier bei den Wurzeln ein bisschen langsamer, hat er gesagt, ne? Aber ich denke, der Platz sollte eigentlich schon fast reichen, oder? Der Platz sollte schon reichen. Wir fahren noch einmal vor. Oh doch. Ich fahre noch einmal vor und dann ist gut. So. Kommt einer hier? Oh, oh, oh. Ja, moin. Hier schön sachte an der Wurzel. Herr Manus? Ja? Funktioniert alles. Hallo? Hallo? Warten Sie mal, der ist so laut. Der geht nicht mehr aus. Was ist denn da? Der Schlüssel klemmt ein bisschen. Auch hinten, der geht nicht hoch. Zeigen Sie mal aus. Ja? Ach, bei Ihnen geht das wo? Oh. Doch. Ja, jetzt. Entschuldigung, dass ich schreien musste. Drücken. Läuft ja. Alles. Ja, gucken Sie mal, reicht der Platz hier? Ich habe das jetzt mal hier, Ja, bis hier hin und dann, ja, das passt. Passt, ja, dann würde ich jetzt die Seitenstreifen mulchen. Ja, das läuft alles. Links, rechts, ne? Ja. Wie weit? Ich bin bei einer anderen Baustelle unterwegs jetzt erstmal. Oder kriegen Sie Gehörsturz, kriegt man Gehörsturz da drin, ne? Sie dürfen nicht immer den Sport-Plus-Modus anmachen. Ach so, ich habe gedacht, der Mulcher ist so laut. Einfach mal den Öko-Modus anmachen, weil der Sprit kostet auch Geld. Ja, ist okay, mache ich. Gut, tschüss. Danke, tschüss. User left your channel. Ging ja nicht mehr hier. Frag mich, was der wieder falsch gemacht hat. So. Oh, na dann, los geht's hier. Schön rumgeschlängelt hier ums Schild. Boah, Alter, das ist doch... Ist ja eine Aufgabe nicht für mich, nicht für so einen Anfänger wie mich. Was wollen die eigentlich machen hier mit der Straße? Hier um den Baum rum. Der geht ja gar nicht hier. Ist ja noch oben, ne? Oh! Oh, jetzt aber. Muss ich auch vorne nochmal fahren. Oh. So. Ach so, bis runter zum Schild, hat er gesagt, ne? Hier wieder schön sacht am Baum. Hoppala. Sorry, tut mir leid. Der hält aber viel aus hier, der. Das Holzdinge da. Ah ja, vielleicht mal den Allrad reinmachen. Ah ja, da. Es macht auch Sinn. Es macht auch wirklich Sinn. Die Teile vor Mulchen reinzustecken. Ist eine ganz gute Idee von mir. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Finger. Komm, wir gehen vom Zaun. Oh. Hirsch Feld, schönen guten Tag. Hallo? Ja, hallo. Entschuldigung, dass ich so schreien muss. Ich sitze hier im Dings. Ihr habt den Mulcher hinten dran, der ist so laut. Haben Sie den Herrn Berger gesehen? Den Herrn Berger? Ja. Der stand gerade mit mir noch zusammen. Warten Sie, bleiben Sie kurz dran. Was? Warten Sie noch kurz. Ja. Ich reich Sie dann kurz weiter, ja? Ja. Herr Berger, steigen Sie mal eben aus. Ich habe hier am Telefon den Herrn Manus. Der wollte mal mit Ihnen sprechen. Bitte schön. Ja, Berger? Manus hier!
Oh, schreien Sie doch mal nicht so. Ja, der Bull ist ja hier, der so laut. Dann machen Sie da mal aus. Das ist eine gute Idee. Moment. So, jetzt. Herr Berger? Ja, Herr Mann. Ja, ich wollte nur mal sagen, ganz kurz. Herr Schwell. Ist eine saugute Idee, diese Holzpfähle vor dem Bullschen reinzuhauen. Ja, das war meine Aufgabe. Ich sollte dort abstecken. Das müssen Sie mit dem Herrn Zement klären. Wollt's nur mal anmerken. Da müssen Sie halt ein bisschen aufpassen. Slalomfahren ist auch schön. Nur oder vielleicht fürs nächste Mal. Oder Sie machen es mit Hand. Ja, stimmt. Da geht's aber nicht so schnell. Nee. Aber ich finde die Idee gut, die Dinger vorher reinzustecken. Das nächste Mal können wir uns ja absprechen. Okay. Hat mir nichts gesagt, dass dort noch das Bankett gemulcht wird. Ja, das ist aber typisch Bauhof, ist überall dasselbe. Ja, leider. Gut, na gut, dankeschön. Bitte, muss weitermachen, ja? Ja, tschüss. Polizei gemeldet und so. Okay. Hallo? Ist jemand hier? Ja, ich dachte, sie hatten einen Schlaganfall oder so. So sah das zumindest aus, als sie auf meiner Fahrbahn mir entgegengerast kam. Deswegen habe ich gefragt, ob es ihnen gut geht. Ja, ging es mir auch nicht so gut. Und deswegen bin ich auf die andere Fahrbahn rübergeschoben. Ich nehme kein Wort, wer war denn da? Hallo? Ja, Herr Manus, man hört Sie. Hallo. Ich höre hier jemand, aber der Mulcher ist so laut. Ich habe den Mulcher hinten dran. Aber der ist so laut. Hören Sie mich? Ja. Ja. Was machen Sie Schönes? Ja, war da noch einer gerade. Ja. Was? Ich bin's. Hi, der Herr Freezy. Was? Der Herr Freezy. Geht's ein bisschen lauter? Die Klappe. Ich verstehe kein Wort. Ja. Moment, ich muss mal. So, der Mulcher ist aus. Hallo? Hallo? Ja, jetzt. Wer ist... Oh. Freezy? Ja, Manus? Ja. Nee, die Stimme kenne ich. Gut, dann kann ich den Mulcher wieder anmachen. So, ich verabschiede mich jetzt aus dem CB-Funk. Was? Okay. Ich verabschiede mich aus dem CB-Funk. Ach so, ja, okay. Tschüss. 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 Nuschelt er immer so? Ich bin mir sehr unsicher. Ich habe Gott sei Dank weniger mit ihm zu tun. Außer wenn er mich gerade versucht umzufahren. Ja, haben Sie das geklärt? Er hat sich wohl selbst angezeigt bei der Polizei. Und der Herr Hirschfeld kam dann schon auf mich zu. Und da habe ich ihm das gesagt. Und er wusste aber schon Bescheid. Und ja. Ah ja. Ja. Er hatte gefragt, ob er mich irgendwelche Arbeiten für den Freezy habe. Aber momentan habe ich leider nichts, was irgendwie in der Richtung passt. Was? Herr Manus, waren Sie schon mal beim Holz abgeben? Holz abgeben? Ja. Nee. Okay, weil ich weiß nicht, wie ich das hier loswerde momentan. Wegen Holz? Ja. Wollen Sie das abgeben? Ja. Nee, kann ich nicht helfen. Okay. Ich mulche. Ja. Okay. Haben Sie noch was gesagt? Nein. Okay. Ich muss mal eben aussteigen. Ich bin mal raus aus dem CB. Bis dann. Was? Ist er weg. Komisch. Komischer Typ. Kann schon wieder nicht hochmachen hier den Scheiß. Jetzt. Übelste Disco. So. Moment, jetzt muss ich mal den Rainer anrufen hier. Ich glaube, der Grünstreifen ist ganz gut abgemulcht. Handy. Zement. Moment, ganz kurz. Oh, ist aber auch wieder heute ein anstrengender Tag, Alter. Tschüss. Berger? Hallo? Hallo. Habe ich Sie gerade angerufen, Herr Berger? Nein, ich habe Sie nicht angerufen. Nee, ich Sie. Ja, Sie haben mich gerade angerufen. Nee, ich wollte den Herrn Zement. Moment, ich muss nochmal auflegen. Ja, okay. Entschuldigung. Tschüss.
Tschüss. Herr Manus, drücken Sie die ganze Zeit Wahlwiederholung? Sind Sie schon wieder dran, Herr Berger? Ja, bin schon wieder ich. Nee, wo den Herrn Zement? Ja, dann müssen Sie ja mal die Nummer wechseln. Also, Entschuldigung, dann entschuldigen Sie für die Störung. Ja, gut. Tschüss. Hab ich den zweimal angerufen? Das gibt's doch gar nicht. Wo sind andere hier? Hallo? 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 Herr Zement? Ja. Ach, der Herr Manus. Ja, ja, ich wollte nur gerade mal durchklingeln hier. Ich bin fertig mit dem Mulchen. Ja, dann komm ich mal vorbei. Wird ja auch schon wieder dunkel draußen hier. Ganze Tage dauert die Scheiße. Oh, Moment, vorbei, der Herr Hirschfeld hier. Hallo, Herr Hirschfeld. Moment mal, bleiben Sie mal kurz dran. Herr Hirschfeld telefoniert gerade. Moment. Kommen Sie jetzt her, Herr Zement? Ja, ich bin auf dem Weg. Gut, dann bis gleich. Jo. Tschüss. Herr Hirschfeld? Ja, schönen guten Tag. Hallo. Ah, hier haben Sie einen Herrn Fuhrmann, haben Sie ja immer noch dabei, Mensch. Genau, meinen Praktikanten. Ja. Ich fahre gerade so durch die Baustelle, wollte mir mal angucken, wie weit der Baufortschritt ist und so weiter. Ja, und so da so. Muss ich das fertig, ne? Da kenne ich, doch den Typen, der da auf dem Trecker drauf sitzt. Ja. Die wollten noch mit mir sprechen. Da habe ich gedacht, komm, ich halte dich lieber mal direkt an, bevor ich einfach am Telefon. Das ist immer so unpersönlich, wissen Sie. Hat der Herr Fuhrmann schon mit ihm gesprochen? Der hatte mir so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall gegeben. Was sind denn das für Arbeitsschuhe? Manolo Blahnik oder? Ich bin ziemlich traurig. Warum? Wegen meinen Arbeitsschuhen. Aber die sind doch noch gut. Nee, die haben Löcher unten an der Sohle. Da läuft das Wasser. Läuft da mal rein, wenn ich in die Pfütze dreht. So, da bin ich. Hallo, Rainer, grüß dich. Hallo, hallo. Falco. Also, wie gesagt, die Schuhe. Das sind nicht mal wasserdicht. Deswegen bin ich traurig. Immer Rainer, was haben wir denn für Arbeitsschuhe von der Stadt? Weißt du das aus dem Kopf? Ich ja, weiß es, ja. Aber ich kenne die Masche von dem Herrn McManus. Was? Herr Hirschfeld? Ja. Ich hatte mir schon neue rausgesucht. Herr Hirschfeld, können Sie mal kurz mitkommen? Ich erkläre Ihnen das. Warten Sie mal, McManus. Bleiben Sie mal eben da stehen. Herr Fuhrmann? Ja. Haben Sie vielleicht noch ein bisschen Geld jetzt mittlerweile für meine neuen Arbeitsschuhe? Ich habe selber noch kein Geld gekriegt. Aber es ist auch bald Weihnachten. Ich bin der Einzige, der jetzt halt keine neuen Arbeitsschuhe hat. Das ist wirklich nicht gut. Ich guck mal, was ich machen kann. Da findet sich sicherlich eine Lösung. Eine schnelle Lösung. Ja. Weil wenn ich noch länger traurig bin, wäre ich depressiv. Und ich glaube, ich tue mir was an, wenn ich depressiv wäre. Nee, das wollen wir alle nicht. Nee, ich auch nicht. Ich rede doch mal mit dem Herrn Hirschfeld. Okay, danke, Herr Fuhrmann. Vielleicht können Sie ja direkt mal dazugehen. Ja. Gehen Sie ruhig mal hin. So, Herr Manus. Ja? Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Beim Arbeitsschuhen. Genau. Ich habe schon neue rausgesucht. Kostet 1000 Euro. Ja, aber warum Arbeitsschuhe für 1000 Euro? Warum lacht er? Vergoldet. Warum lacht er? Naja, weil 1000 Euro schon für Arbeitsschuhe so. Puh. Das sind also hätten Sie jetzt gesagt 200 Euro, wäre ich voll mit dabei. Das kosten meine Stiefel auch, aber. Das sind Spezialschuhe. Aus Gold? Für die Baustelle. Für die Baustelle. Ja, aber warum müssen die 1000 Euro kosten? Was sind da besondere Schuhe oder? Ja. Was können die denn? Telefonieren, Kaffee kochen. Die sind aus Kevlar. Aus Kevlar. Können Sie reinschießen, passiert gar nichts.
Na gut, aber Schießereien haben wir jetzt hier in Schwatzingen. Die letzte war 1800. Ja, aber es gab schon mal eine, oder? Ja, 1800. Ja, sehen Sie? 1819. Aber Sie wissen schon, dass Kevlar ein relativ weiches Material ist und für den Arbeitsschutz eigentlich nicht geeignet. Ist ja nur die erste Lage. Und die anderen? Leder. Und Stahlkappen. Und Gummi. Gummi ist auch da. Unten an der Sohle. Gummi ist auch da. Ja. Ja, aber Sie werden doch eigentlich auch für Ihre Arbeit gut entlohnt, oder nicht? Sie haben doch gesagt, Sie wären so zufrieden gewesen beim Händler und... Aber ich bin doch so traurig. Ja, ich weiß, dass Sie traurig sind. Ich habe auch... Warten Sie. Aber... Shit. Klaus, hast du rein zu mir ein Taschentuch für den Herrn? Ich glaube, der muss mal ein bisschen abschneuzen. Ja. Das ist gerade eine... bitteschön. Ich sage jetzt mal so, gute Arbeitsschuhe, da hängt man natürlich dran. Das ist wie eine gute Jeans. Wenn die kaputt geht, das ist halt einfach traurig. Moment. Ich glaube, der ist wirklich traurig, Herr Hirschfeld. Ich bin wirklich traurig. Danke fürs Taschentuch. Ja, Sie können es ruhig behalten, ist kein Problem. Ja. Okay, ich hätte es ihm wiedergegeben, aber da ich behalte es auch gern. Können Sie mir die Herr Manus, wissen Sie schon circa, was Sie bekommen vom Herrn Ment? Nee, weiß ich nicht. Augenblick. Klär das mal ganz kurz. Herr Ment, haben Sie gerade mal einen Augenblick? Ja, habe ich. Ja. Können Sie nicht mal mit ihm reden? Ja, ich versuch's nochmal, wenn der Herr Zement nicht dabei ist. Danke. Das muss ich mit ihm unter vier Augen machen. Sie sind ein Guter. Ich versuche mein Bestes. Herr Manus? Ja? Wie lange haben Sie jetzt gearbeitet? Den ganzen Tag. Der Stundenschreiber sagt... 7,5 Stunden. Ja, ganzen Tag. Lass Sie mich mal rechnen. Hier klingelt bei irgendeinem das Telefon. Ja, ich habe gerade keine Zeit dran zu gehen. Okay. Lass Sie mich mal rechnen. 1.500 Euro. Okay. Ja, aber sehen Sie auch, Herr Manus, da haben Sie doch schon mal Ihre 1.500 Euro, da können Sie doch prima neue Stiefel von holen. Soll ich Ihnen das, machen Sie meinen Geldbeutel auf, dann stecke ich Ihnen das gerade schon mal da rein. So. Danke, Herr Zement. Und seien Sie, schweigen Sie. Danke, Herr Zement. Herr Hirschfeld? Meine Hose ist kaputt. Ich bin traurig. Ihre Hose ist kaputt. Und Sie wollen eine Kevlarhose. Eine Kevlarhose. Wegen der Schusssicherheit. Kostet 800. 800? Wenn ich das richtig gesehen habe, haben Sie 1800 zugesteckt gekriegt. Das haben Sie gesehen? Ja, das habe ich im Augenwinkel gesehen. Gut, dann habe ich ja das Geld für die Schuhe und die Hose. Das ist richtig, ja. Und eine neue Jahr kamen sie ja schon, das habe ich ja gesehen. Ah ja, stimmt. Dann bin ich ausgerüstet. Und Herr Manus, bevor Sie auf die Idee kommen, ne? Bevor Sie auf die Idee kommen. Ja. Sie wollen sich noch eine glasfaserverstärkte Unabutze für den besseren Handyempfang holen. Hier, ich gebe Ihnen noch einen kleinen... Rufen Sie mich an, ich baue Sie ihn. Kann sich direkt die glasfaserverstärkte Unterhose auch. Nicht, dass da was dran kommt, ans gute Stück. Danke, Herr Hirschfeld, danke. Sie sind ein guter Mann. Danke, mir geht's auch schon ein bisschen besser. Ich bin jetzt etwas glücklicher, Herr Hirschfeld. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Ihnen auch, dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke, Herr Zement, nochmal, ne? So, meine lieben Freunde, wir sind erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. Bis morgen. Tschüss.